Grüß euch, liebe Geschwister und Glauben, alle Freunde darüber hinaus. Seit einem Jahr, 7 Monaten und 25 Tagen haben wir einen Geist und Seele angepassten und sterblichen Körper. Ja, hallo, Herst. Seit einem Jahr und 7 Monaten und 21 Tagen haben wir einen unsterblichen Körper. Einen Geist und Seele angepassten und sterblichen Körper. Was bedeutet, wenn man ein Herzversagen oder ein Lungenversagen oder ein Leberversagen oder ein Milzversagen oder ein Lungenversagen oder ein Hirnversagen hat, bekommt man sofort eine neue Lunge, ein neues Herz, eine neue Leber, ein neues Organ. Die ABC-Waffen Kriegsmaschinerie wurden unwirksam durch eine Gebetskette von Michael Liberani, Lothar Hinterberger und mich und viele andere, die mitgebetet haben. Also alle atomaren, biologischen und chemischen Waffen wurden unwirksam vom Planeten Erde. Ich habe erbeten, dass Krebs, Karies, Rheuma, Syphilis, AIDS, Leber, Pilzerkrankungen, Arthritis, Adipositas, Alzheimer, Gastritis, Epilepsie weggebeten, Schlaganfälle weggebeten, Parkinson weggebeten, Bindehautentzündung weggebeten, Grippevirus, Hepatitis A, B, C, Gehirnhautentzündung, Magen-Darm-Virus, Alzheimer, Gedächtnisverlust, Herpes, Asthma, Muskelschwund, Knochenschwund, Asperger-Syndrom, Kolibakterien, weggebeten, Augenkrankheiten weggebeten, Nierensteine weggebeten, Gicht, Leberzirrhose, Prostataentzündung, Diphtherie und Embolie weggebeten. Das habe ich alles im Gebet weggebeten. Im Gebet weggebeten hat Markus, ein gewisser Peter, die Pilz, den herkömmlichen Pilz. Er hat die Tanderatime ins Himmelreich drücken lassen und er hat Verkühlungen unwirksam gemacht. Erdbeben, Tornados und Blizzards und Hurricanes wurden weggebeten. Den Heiligen Geist habe ich auf 764 Dschihadisten herabgebeten. Von der ehemaligen Boko Haram, der ehemaligen Al-Nusra-Front, der ehemaligen Ahmadiyya-Bewegung, der ehemaligen Al-Shabaab-Miliz, der ehemaligen Hamas, der ehemaligen Hisbollah, der ehemaligen Al-Qaida, der ehemaligen Muslimbruderschaft, der ehemaligen Taliban und des ehemaligen Islamischen Staats. Da habe ich Dank bekommen, dass ich sie mit Hilfe der Heiligen Engel und des Sohnes Gottes und des Heiligen Geistes aus der Täuschung des Islams herausgeholt habe. Bei Gott, dem himmlischen Vater, habe ich mir gebeten, dass ihre Waffen nicht wirkten. Sie glaubten, sie müssten mich töten, weil ich ein gefallener Engel sei. Dabei bin ich ein Engel der 7 Gemeinden, der Gemeinde Ephesus, so wie Jared Leto ein Engel der Gemeinde Trinidad ist. Die Rohstoffe wurden von mir verdreißigfacht im Gebet, von anderen Betern ver37-facht. Wo einmal das gesamte Erdreich deckt mit all dem, was wir benötigen an Rohstoffen für den Überfluss. Ver37-facht wurde das. Die Ozonschicht wurde in den ursprünglichen Zustand zurückerbeten. Das CO2 hat keine Auswirkungen mehr auf Baum- und Pflanzenwelt und Tierwelt und Menschenwelt und auch auf keine Auswirkungen mehr auf die Ozonschicht. Die Ozonschicht bleibt gesichert von den CO2-Abgasen. So konnte der Planet Erde nicht verbrennen. Das Armageddon wurde verhindert. Das Erdreich wurde ausgebessert, um das Regenwasser besser zu filtern. So filtern, dass es kristallklar regnet. Atomkraftwerke wurden weniger, in Europa schon mehr als 70. Der Dajjal, der Antichrist, wurde vom Gott, dem Vater, hinweggenommen durch ein Gebet von mir. Es gibt zwei ehemalige muslimische Planeten, zwei, die zum wahren Glauben kamen. Der eine nennt sich Elohim-Planet, der andere nennt sich Ashadonai-Planet. Mekka wurde zum Glauben gebracht. Als vor 3,5 Jahren noch der alte Sohn Gottes Jesus war, habe ich zu Gott, dem himmlischen Vater, gebeten, dass Jesus auf Mekka herabfliegt und den schwarzen Stein der Kaaba zerstört. Das Vulkangestein, nicht Meteoritengestein, sondern Vulkangestein, das sie für ein Heiligtum hielten. Wenn man es küsst, sollte es die Sünden auf einen nehmen, aber das ist ein Götzenbild. Er hat den Stein zerschmissen und mit ihnen gesprochen, dass sie in einer Täuschung lebten, dass Mohammed ein falscher Prophet war. Dann habe ich Gott, den himmlischen Vater, gebeten,
dass er auch mit ihnen spricht, damit sie sehen, es gibt einen Vater und einen Sohn. Und er hat es auch getan. Und die Menge spürte dann den Heiligen Geist, der auf sie wirkte und ihnen die Wahrheit zeigte und die Liebe spüren ließ. Krieg zwischen Amerikanern und Türken auf österreichischem Boden beendet. Das war vor 1,5 Jahren. Lebewesen, circa vor 1,5 Jahren. Lebewesen von 44 Arten ins Himmelreich emporheben lassen. Wie zum Beispiel Sasquatch, Nilbrianer, Asgard, Fanfaren, Engelshafen, Apokryphen, Teletubbies, Wasserrutschen-Hoshis, Fuggeri, Tangerine, Perro, Splashy, Gitterretten, Tandradimit, die der Markus so entrücken hat lassen, Ganja, Anunnaki, Gwentoriana, Kleptoriana, Splansha, Ravensburger, Talisman, Elmo Roosevelt, Seelenflieger, Ismaretis, der Abdullah Mihim, Camus entrücken hat lassen, Quantis, volle Kannen, Alexas, Quenches und Trintas. Ich habe 764 Dschihadisten zum Glauben gebracht, darunter Mujahideen. Ich habe gebeten, dass 500 Milliarden Euro auf jedes Bankkonto kommen von jedem Staat, von jeder Republik, von jeder Nation, von jedem Land, in jeder Währung 500 Milliarden Euro kommen. Gott, der Vater hat 700 Milliarden Euro gegeben. Eine ältere Dame hat erbitten, dass 20 Billionen Euro auf jedes Konto kommen. Es wurde erhört. Und ich habe dann erbeten, dass es unerschöpflich ist. Dass das Konto unerschöpflich ist für jeden. Also die Ukraine und Russland bekamen durch mein Gebet Besuch von den Heiligen Engeln. Anstatt ein neues Präsident Putin erschienen und hat ihn darüber aufgeklärt, dass er ihm Waffen hasst. Und dass seine Kriegsmaschine so nicht funktioniert und dass die christlichen Werte Liebe und Frieden sind. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch gemerkt, was ich erbeten habe und wisst, dass ihr euch die heiligen Engel auch immer bitten könnt. Zu jeder Zeit. Und danke euch fürs Zuschauen. Euer ewiger Mann in Shadow City. Der Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Tschüss, Papa. Halleluja. Ich habe noch vergessen. Das alte Palästina wurde zu Yahweh Town durch die Gebetshörerinnen und Taten Elohim, die ich getan habe. Und sie wurden gläubig durch die Muslime, die Ex-Muslime, die den Glauben weiter verbreitet haben in den dreifaltigen Gott Yahweh. Und der islamische Staat kam mit 24 Angreifern, Terroristen zu uns. Und ich habe ihnen ein Gebet vorgelesen und die heiligen Engel erbeten, dass sie auf sie herabkommen und den Heiligen Geist, dass er auf sie herabkommt und Aschadonai, dass er auf sie herabkommt. Und sie wurden gläubig in den dreifaltigen Gott Elohim. So wurde der islamische Staat zum Elohim-Staat von der UN genehmigt, von United Nations genehmigt, weil sie mit dem Heiligen Geist auch mit denen kommuniziert haben. Also, danke fürs Zuhören, euer Manuel Cello City. Tschüss, Papa. Zufrieden sein mit euch und mit eurem Geiste. Tschüss, Papa.